frage mich. Dachte ich mir doch. So, Vergift Nummer 1 ist fertig. Dann ist gleich die Nummer 2. Dann habe ich gleich auch noch den Bonus fertig. Hi Bunny AD, willkommen beim Stream. Benny, Entschuldigung. Nö, jetzt holt er sich das Ding. Schade. Ah, da haben wir ja noch einen. So, ist der jetzt auch schon fertig. Perfekt, so, dann vier Gegner platt machen. Und da vorne ist das letzte und hier sind drei Gegner, perfekt. Oh, dann mehr als drei. So. Nur noch ein, dann bin ich ganz durch mit dem scheiß Boni. Dafür gekriegt 61.562 Erfahrung. Vermächtniserfahrung und noch irgendwas. Ich habe jetzt nicht gesehen, was. Ah, ne, sonst nichts. Gut. Der ist tot. Das vergiften wir mal schnell. Und die Quest ist schon wieder erledigt. So, muss ich jetzt hin? Ich muss hier unten hin. Da muss ich hier mit dem reden. Perfekt. Toolpalast. Toolpalast, Toolpalast, Toolpalast. Du, 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 du. Hm. Scheiße, morgen muss ich ja wieder einkaufen. Egal. Hatte heute so wenig Geld dabei und hatte keinen Bock zur Bank zu laufen. Obwohl die Bank nur ein paar Minuten weiter wäre. Aber na gut. Dafür das Einkaufen aber auch statt nur. Bald werden sie fliehen. Und dank Tools Einschreiten werden die Adelshäuser gezwungen sein, ihrer Pflicht nachzukommen und sie zu bekämpfen. In einem anderen Leben hättet ihr einen prächtigen Hügelwächter abgegeben. Also PvP mache ich wahrscheinlich erst sehr viel später. Wegen den täglichen und so weiter und so fort. Aber jetzt erstmal mache ich noch kein PvP. Jetzt mache ich erstmal hauptsächlich die Story. Und wenn ich mit der Story vollständig mit diesem Charakter durch bin, fange ich wahrscheinlich den nächsten Charakter schon wieder an. Ist vielleicht ein bisschen bescheuert, da immer weiter einen neuen Charakter anzufangen, aber ich will erstmal hier mit jedem Charakter das einmal durchgespielt haben. Auch wegen ihren Erfolgen und so weiter und so fort. Und die Fähigkeiten sollen alle freigeschaltet sein und so weiter und so fort, ne? Gibt's ja nicht gerade wenig für jede Klasse, gibt's ja, nicht für jede Klasse. Für jede, doch, für jede Klasse. Gibt's ja auch noch extra, eine Fähigkeit. Und die Fähigkeiten wollte ich auch noch freischalten.
da es ja 8 verschiedene Fähigkeiten gibt, wird es ein bisschen dauern, glaube ich. Ich bin ja mit dem hier noch nicht mal Kapitel 1 durch. Und ich muss dazu sagen, PvP mag ich ehrlich gesagt auch meistens, bei den meisten Spielen zumindest nicht. The Division zum Beispiel ist so ein Spiel, das ist das PvP schon ganz lustig gemacht. Man kann andere Leute abknallen, muss aber nicht. Ich bin meistens so freundlich und kill keinen. Meistens. Ich kann euch für euer schnelles Eingreifen gar nicht genug danken. Ich weiß nicht, was die Organas wollten, aber der Angriff muss lange geplant gewesen sein. Es war für sie eine teure Niederlage. Ihre Taschen sind tief, aber eine solche Macht stellt man nicht so leicht wieder auf. Wo kommen die her? Was haben sie gesucht? Schnell! Die Programmsignaturen deuten auf Lord Cedric Killesar hin. Lord Killesar ist mein Vasall. Er hat mir persönlich Treue geschworen, als wir aus dem Exil zurückkehrten. Hatten die Droiden es auf etwas Bestimmtes abgesehen? Die Parameter deuten darauf hin, dass die Droiden einem Angriffsteam beitreten sollten, das... Mein Lord, das Programm zeigt ein Angriffsteam in einem Tunnel zwischen hier und dem Killesar anwesend. Ich finde keinen solchen Tunnel auf den Plänen. Der Belagerungstunnel? Beim Blut der Königin! Sie kommen durch den Belagerungstunnel! Ich brauche Fakten und kein Geschwafel. Es gibt einen alten Tunnel, der von hier bis zu Cedarics Anwesen führt. Früher war es ein Fluchtweg für den Fall einer Belagerung. Er ist seit Jahrhunderten unbenutzt, aber der Tunnel führt direkt in diesen Raum. Was sollen wir jetzt tun? Ich kann's kaum erwarten, Schmerz zuzufügen. Ich hätte nie gedacht, dass euer Blutdurst einmal so nützlich sein könnte. Moff Sarek gab uns Kisten mit Thermitladungen. Sie zu platzieren braucht Zeit, aber sie sind durchschlagskräftig. Wenn ihr sie mit in den Tunnel nehmt, könnt ihr ihn über Cedric und seine Armee einstürzen lassen. Versiegelt ihn, damit sie uns nie wieder bedrohen. Das klingt nach einem Plan. Ich weiß nicht, was ich ohne euch täte. In der Nähe ist der Tunneleingang. Der Lagerraum ist im selben Bereich. Ich werde meine Truppen rufen, um die Oberfläche zu verteidigen. Doch der eigentliche Kampf wird unten stattfinden. Danke. Können wir gerne noch machen, Benny, aber dann erst, wenn ich diesen Charakter hier fertig habe und ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Bei einem Charakter habe ich 3 Monate gebraucht. 3 Monate. 3 Wochen. 3 Monate. Alter, schwer. Das wäre schon ewig. Aber 3 Wochen finde ich eigentlich ist schön. Finde ich das ganze Story durchspielen und so weiter, finde ich gut. Hab schon Spiele gesehen, da bin ich innerhalb von 12 Stunden durch gewesen. Okay, Dark Souls gehört nicht wirklich dazu, dafür habe ich ein paar Tage gebraucht. Aber trotzdem war es, wenn man so sieht, wenn man damit vergleicht, ziemlich kurz. So, wo jetzt hin? Drüber. Ja, ich will jetzt nicht extra einen neuen Charakter gleich sofort wieder anfangen, wenn der hier noch nicht mal fertig ist. Okay, der Charakter ist Level 65, aber das ist dann wieder scheiße mit den Story-Quests und dass die Fähigkeiten noch nicht freigeschaltet sind. Sonst würde ich ja sagen, können wir sofort anfangen, aber ganz ehrlich, ich kenne viele Leute, die so sind, die machen einen Charakter, dann fangen sie bei Level 20 gleich den nächsten Charakter an und dann fangen sie gleich wieder den nächsten Charakter an. Und das finde ich eigentlich ziemlich sinnlos. Da bin ich irgendwie so ein kleiner Perfektionist, dass ich erstmal damit fertig werden will. Okay.
Das kann, wie gesagt, noch ein bisschen dauern, aber ehrlich gesagt, das erste Kapitel dauert, glaube ich, am längsten bei dem Spiel und die anderen Kapitel dauern ja nicht mehr so lang, aber dauert trotzdem ein bisschen. Und bei diesem Charakter will ich sowieso noch was machen. Bei Jedi zum Beispiel, Republikanischen, habe ich da einen Idioten weggeschlossen. Wäre böse gewesen, ihn mitzunehmen als Gefährten. Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Ich habe es leider vergessen. Aber ich weiß, dass da einer war. Hm? Wo soll ich das? Soll ich das hier dran machen? Achso, hier dran. Und dafür gab es dann Erfolg, dass ich den nicht freigelassen. Oh, okay. Ja, bei mir heißen die immer verschieden, ehrlich gesagt. Aber immer, zumindest ist das so mein Markenzeichen, wenn ich solche MMOs spiele, immer mit Sky davor. Ist mein Markenzeichen eigentlich. Damals, als ich damit zum Beispiel angefangen habe, mit dem Namen, gab es eigentlich überhaupt nichts über Google zu finden. Jetzt finde ich da so häufig irgendwas. Finde ich eigentlich nicht schlecht. So. Tot. Das Gute ist jetzt zum Beispiel bei diesem Charakter, ich kann hier sehr gut jetzt noch Geld sammeln, ihn sein Lichtschwerter besorgen, die er haben soll. Ah, okay, gut, dann ist ziemlich einseitig. Ich finde es ehrlich gesagt langweilig, wenn es immer nur die gleichen Namen sind, bloß mit ein paar Zeichen davor. Ich finde sowas ein bisschen langweilig. Und die andere Sache ist, du kannst sehr leicht mal verwechselt werden, wenn es so viele Leute mit diesem Namen gibt. Ihr seid also die imperiale Marionette, die Jorah Tool beigebracht hat, zu beißen, anstatt zu bellen. Leckt er eure Hand? Bringt er euch die Schuhe? Echte Alderaner werden sich niemals jemandem wie euch beugen. Es gibt keine Welt, die sich gegen die Macht des Imperiums stellen kann. Lieber sehe ich dabei zu, wie Alderaan explodiert, als zuzulassen, dass der Planet vom Imperium eingenommen wird. Ihr habt nicht einmal den Mut, selbst zu kämpfen, sondern versteckt euch hinter einem Berg Termit. Wenn ihr auch nur eine Spur Anstand in euch hättet, würdet ihr mich zu einem ehrenhaften Duell fordern. Ich bin aber kein guter Mensch. Ich bin ein Böser. Dieser Tunnel wird einstürzen. Selbst unsere Ruinen sind lebendiger als euer Imperium. Rückzug! Ich bin ein ganz böser Junge.